Benjamin Netanyahu lässt sich feiern. Das rechtskonservative Parteienbündnis um den israelischen Regierungschef ist aus der vorgezogenen Parlamentswahl als stärkste Kraft hervorgegangen, allerdings mit heftigen Verlusten. Die Wahl ist auch für ihn überraschend ausgegangen. Wir müssen eine möglichst breit aufgestellte Regierung bilden und ich habe schon damit begonnen. Denn erwartet worden war ein Rechtsruck, der Netanyahu noch fester in den Sattel drückt. Die israelischen Wähler haben sich anders entschieden. Herausgekommen ist ein Patt zwischen dem rechten und dem Mitte-Links-Lager. Maßgeblich daran beteiligt ist die Zentrumsliste Yesh Atid des charismatischen Fernsehmoderators Yair Lapid. Sie belegt überraschend Platz 2 und erhält 19 Sitze in der Knesset. Lapid ist damit laut Kommentatoren zum wichtigsten Spieler im politischen System Israels geworden. Wir haben das israelische Volk gebeten, uns zu vertrauen, unseren Fähigkeiten, unseren Absichten. Und wir haben volle Unterstützung bekommen. Wir werden jetzt hart arbeiten, um uns unter Beweis zu stellen. Lapid muss sich jetzt entscheiden, ob er eine starke Opposition führen will oder einen entscheidenden Posten in einem Kabinett Netanyahu übernimmt. Doch es gibt noch einen neuen Spieler in der politischen Landschaft Israels. Netanyahus früherer Stabschef Naftali Bennett beschert der ultranationalistischen Partei Jüdisches Heim 11 Sitze und kann damit in der Regierungsbildung ein gewichtiges Wort mitreden.